Dass ich Fan von Final Fantasy VII bin, ist ja mittlerweile schon fast ein Running Gag auf unseren Kanälen geworden. Umso mehr habe ich mich natürlich Hals über Kopf in den Gedanken eines Final Fantasy VII Remakes verliebt. Und jetzt, Freunde, was soll ich sagen, ist es soweit. Und falls ihr euch noch fragt, Mensch, was soll ich denn jetzt gerade spielen? Zeit ist ja da, aus dem Haus darf ich eh immer noch nicht. Freunde, dann checkt den Link in der Videobeschreibung aus, da kriegt ihr das Game. Und falls ihr nicht überzeugt sein solltet, kommen hier jetzt meine Top 5 Gründe, warum absolut jeder auf dieser Welt Final Fantasy so sehr lieben sollte wie ich. Final Fantasy besticht seit jeher mit fantastischen Welten. Egal, ob man über die Landkarte streift und dabei dunkle Wälder, verschneite Berge, menschenleere Wüsten oder die Weiten der Meere überwindet. In jeder Ecke gibt es etwas zu entdecken. Fernab der Story wird man immer wieder fürs Erkunden belohnt, trifft neue Charaktere oder mächtige Feinde, jagt nach Schätzen wie sagenumwobenen Waffen oder Zaubern und verliert sich im Sog dieses Abenteurer- oder Schatzjäger-Feelings regelrecht. Selbst wenn man die Story schon durchgespielt hat, gibt es immer noch so viel zu finden und zu tun, dass man in diesem fantastisch ausgeschmückten Spielwelten weit über 100 Stunden verbringen kann. Dazu kommen dann noch die Spielabschnitte, die sich in den ausgestalteten Arealen wie mystisch anmutenden Schlössern, kleinen Städtchen, riesigen Industriekomplexen oder technokratisch angehauchten Tempelanlagen abspielen und ebenfalls voller Rätsel, Abzweigungen und Geheimnisse sind. In jedem Abschnitt steht es dem Spieler frei, abseits der Wege zu forschen und kleine oder große Nebenaufgaben zu ergründen, die einem dann nicht nur mit großartigen Belohnungen, sondern auch mit noch tieferen Einblicken in die Geschichten belohnen. Das alles jetzt in einem Spiel zu erleben, das so fantastisch aussieht wie das Final Fantasy VII Remake, lässt mir das Herz aufgehen. Was habe ich mich gefreut, dass sich Nobuo Uematsu als Komponist für den Soundtrack des Remakes wieder verantwortlich zeichnet. Als Stammkomponist der Serie gilt er unter den Fans ohnehin als der einzig wahre. Abgesehen davon, dass die Musikstücke zum Teil so einen Kultstatus haben, dass man nur ganz wenige Sekunden, nur wenige Töne überhaupt braucht, um Titel wie zum Beispiel das Sephiroth-Thema oder To Zanarkand zu erkennen, vom Titelthema von Final Fantasy VII mal ganz zu schweigen, ich liebe dieses Stück so sehr, dass meine Frau zu diesem Part des Stückes bei unserer Hochzeit einlief. Eine der schönsten Erinnerungen aller Zeiten für mich. Ja, dazu sind Videospiele nun mal in der Lage. Sie verbinden verschiedenste Kunstformen auf dem schönsten nur möglichen Niveau miteinander und Final Fantasy hat einige dieser Künste einfach perfektioniert. Egal, ob man sie nun Esper, Bestia, Guardian Force oder schlicht rote Substanzen nennt, vor allem die mächtigen Beschwörungen in Final Fantasy sind über die Jahrzehnte zu wahren Lieblingen der Fangemeinde geworden. Kein Wunder, erscheinen sie doch in den verschiedenen Teilen der Serie immer wieder und auf einige Bekannte, wie beispielsweise Shiva, Ifrit, Bahamut, Leviathan oder Odin, darf man sich in so ziemlich jedem Teil freuen. Dazu kommen aber mindestens ebenso viele neue und immer wieder unglaublich fantasievoll gestaltete Beschwörungen in den Spielen. Diese haben alle verschiedene Elemente und sogar Charaktereigenschaften, die in den Storyverläufen immer wieder erklärt werden und so nahtlos in die Lore übergehen. Sie fangen an, einem etwas zu bedeuten. Man baut zu diesen Wesen eine Art Bindung auf, vor allem, weil man für viele von ihnen wirklich hart arbeiten muss. Diese Macht fällt einem schließlich nicht einfach so in den Schoß. Wer zum Beispiel einmal versucht hat, Alexander, die Ritter der Runde, Anima oder den Masteraufruf selbst sein eigen zu nennen, der weiß, wie viele Stunden man in kleine, aber feine Nebenquests investieren muss, um an die Stärksten der Starken zu kommen. Aber die, ja, die hat man sich dann auch wirklich verdient. Videospiele im Allgemeinen sind die beste nur erdenkliche Form, Geschichten nicht nur zu genießen, nein, sondern sie auch hautnah mitzuerleben. Das eigene Handeln wird mit einbezogen. Entscheidungen, die getroffen werden, können erst oder noch nach Stunden spätere Konsequenzen mit sich bringen, die einem den Atem stocken lassen. Videospiele sind ein so immersives Medium, dass ein Buch oder ein Film niemals das Gefühl vermitteln könnten, nämlich direkt Teil einer Welt zu sein, die man mit Haut und Haaren erlebt, wie es eben ein Videospiel schafft. Wenn man nun auch noch so epochale Geschichten wie die, die einem die Final Fantasy-Teile erzählen, genießt, weiß man schnell, was ich meine. Egal, ob es die vielen Gespräche sind, die einem immer wieder kleine Häppchen zuwerfen, in denen die komplexen und teils tief traurigen Hintergrundgeschichten der Protagonisten angerissen werden, sodass sich erst über Stunden ein Gesamtbild ergibt, oder es zu Wendungen kommt, die einem das Herz brechen oder das Wasser in die Augen treiben. Egal, ob man sich für seine Party freut oder den Erzfeind immer und immer mehr zu hassen beginnt, egal wie faszinierend er auch sein mag,
All dieses Auf und Ab, alle diese Gefühle, die Final Fantasy in mir als Spieler weckt, führen mir immer wieder vor Augen, wie faszinierend genial das Medium Videospiel in seinem Kern eigentlich ist. Wer also bis heute denkt, Videospiele seien nur plumpes Hau drauf, der sollte sich nur einmal einen Spieler anschauen, der gerade den Verlust eines geliebten Charakters zu verdauen hat. Oh, apropos Charaktere. Die Charaktere in Final Fantasy sind die Grundfeste, die Stützpfeiler, das Fundament der Serie. Jedem geht das Herz auf, wenn er an ein Riesenrad und die Namen Tifa und Cloud denkt. Jeder muss beim Namen Sephiroth überlegen und grübeln, ob er widerlich oder einfach verdammte Axt noch ein sau cool ist. Und man fragt sich auch, wer genau eigentlich dieser Mann im Rohr ist und wohin er verschwindet. Mal im Ernst, Freunde, ich glaube bis heute daran, dass es hier vielleicht doch um Zack handelt. Aber ich weiß, diese Diskussion führt uns jetzt zu tief in den Kaninchenbau. Die Welt von Final Fantasy ist voll mit einzigartigen Charakteren, Helden und Schurken. Man lernt sie über Stunden besser kennen, man lacht mit ihnen. Ja, okay, manchmal schämt man sich vielleicht auch ein bisschen mit ihnen. Okay, oh Gott, manchmal ist es einfach so herrlich absurd. Und wenn es ganz dicke kommt, dann verlasst euch drauf, ihr leidet auch mit ihnen. Ich versuche an dieser Stelle mal nichts zu spoilern, aber macht euch auf Gefühlsachterbahnen gefasst. Besonders fasziniert hat mich schon immer, dass Final Fantasy mit optionalen Charakteren auftrumpfen kann, also Figuren, die einen Großteil zur Story beitragen können und eure Party fantastisch ergänzen, wenn ihr sie denn überhaupt findet. Wer sich im 7. Teil zum Beispiel über Yuffie oder vor allem über einen meiner absoluten All-Time-Lieblingscharaktere, nämlich Vincent Valentine, freuen konnte, der weiß an dieser Stelle ganz genau, was ich meine. Man hätte an diesen Charakteren einfach vorbeilaufen können, man hätte sie nicht im Team haben können oder überhaupt von ihrer Existenz erfahren können. Vor allem schafft es Final Fantasy aber stets, seine Figuren mit einem gewissen, faszinierenden Esprit auszustatten. Einfach so, dass keine Figur zu irgendeiner Zeit langweilig wirkt. Einfach, weil man ihnen mit viel Liebe zum Detail eigene Motivationen und Hintergrundgeschichten auf den Leib geschrieben hat. Und auch das gehört zur großen Kunst der Serie und einer der Hauptgründe, warum jeder Final Fantasy so sehr lieben sollte wie ich. Und jetzt, Freunde, muss ich mich verabschieden. Ich habe noch ein paar Stündchen des FF7 Remakes vor mir. Tja, das waren sie. Wenn ihr mit dem Final Fantasy VII Remake durch seid, habt ihr auch noch genug Teile zum Nachholen oder nochmal spielen, falls ihr es noch nicht schon getan habt. Jetzt wünsche ich euch noch ganz viel Spaß, einen traumhaften Tag, macht's nicht gut, macht's besser. Und falls ihr noch persönliche Stories oder so kleine persönliche Herzensangelegenheiten und Highlights aus Final Fantasy VII habt oder falls ihr das Remake schon gespielt habt, dann lasst uns darüber gerne mal schnacken in den Kommentaren. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Ich wünsche euch noch einen traumhaften Tag und jetzt hier, komm. Quarantäne-Community High Five in 3, 2, 1. Ha! Und winken. Bye bye. Macht's gut. So, Freunde, ihr seht, das blubbert hier ordentlich vor sich hin. Huch, lol. Ist ja wie ein Skateboarder aus dem Pool geflogen gerade, die Zwiebel. Bei der Marinade vom Fleisch kann ich euch nur empfehlen, ne? Also, ich hab's zumindest so gemacht. Da kommt nachher unheimlich viel Würze und Geschmack her. Also, könnt ihr.